Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir spielen ein unfassbar gutes Spiel und ich sehe übrigens, dass ich durchsichtig bin mit meinem grünen T-Shirt. Ist aber gar kein Problem. Wir spielen Ember Ward und das Spiel müsst ihr sehen, denn das ist eine Mischung aus Tower Defense, Roguelike, Tetris und es ist so unfassbar gut. Unfassbar gut. Ich habe die Demo davon bereits gespielt. Das Spiel ist jetzt im Early Access erschienen und wir spielen selbstverständlich auf Normal. Und wir gehen in den Wald rein. Es gibt noch eine weitere Stage, die müssen wir erst freischalten. Zwei weitere kommen. Also hier wird natürlich im Laufe des Early Access noch einiges an, Content hinzukommen. Wir spielen auf dem OLED-Deck. Wir spielen mit Tastatur und Maus. Ja? Also wir spielen mit dem Trackpad hier. Das heißt, wir starten im Dorf. Und wir müssen unseren Charakter nehmen. Ihr seht, das Spiel ist halt aktuell nur auf Englisch. Aber das sollte wirklich kein Problem sein. Wir haben hier nur einen einzigen... Charakter, den wir nehmen können. Den nehmen wir jetzt auch einfach mal und starten mal. Wir gehen in die Akademie. Das heißt, da können wir jetzt gucken, womit wir starten. Und zwar, wir kriegen so ein Set an Karten. Das sind halt die Blöcke, die wir platzieren müssen, um ganz Tower Defense-like den Weg vorzugeben, den die Gegner laufen müssen. Und dann kriegen wir halt verschiedene Türme dabei. Und zwar entweder ein Scrap Tower, der kostet 5, 15, 25. Ich guck mal kurz. Okay, das heißt, hier kostet der Basic Tower schon mindestens 10. Also das hier wäre ein bisschen günstiger, der Scrap Tower. 2 Schaden, Range 4, 3 pro Sekunde. Okay, das heißt, der kostet zwar das Doppelte, schießt aber auch doppelt. Wobei Poison ist halt auch ganz cool. Ich nehme aber tatsächlich das Set hier. Okay, und wir können... wie viele Sachen können wir nehmen? Eine Sache, ich weiß es nicht, und zwar... okay, da kriegen wir neue Ember Stones und Experience Points. Hier brauchen wir einen Ice Tower. Haben wir einen Ice Tower? Haben wir nicht. Okay. Elemental Blueprint. Okay, wenn wir... Flame, warte mal, haben wir Flame? Haben wir auch nicht, ne? Wobei, das ist natürlich ganz, ganz, ganz cool. Wenn wir ein Level... beenden, ohne Schaden zu nehmen, wird unser Maximalleben um 2 erhöht. Das ist ganz cool. Das nehmen wir, glaube ich. Ich probiere jetzt halt auf keinen Schaden zu gehen. Und zwar, jetzt müssen wir auf dem Weg aussuchen, wo wir hergehen. Ich würde einfach mal sagen, damit wir danach in die Baracken kommen, nehmen wir einfach mal den hier. Denn wir wollen ja auch mal sehen, was mit dem Spiel denn so los ist und wie wir das spielen. Das spielen wir jetzt hier übrigens in Full HD. Das heißt, die Performance wäre natürlich noch besser, wenn ihr es dann in 800p direkt auf dem Deck spielt. Genau, und wir sollen jetzt ein Labyrinth erstellen. Das heißt, die Karten, die wir haben, die ziehen wir dann gleich einfach dahin. Und wenn wir lange drauf drücken, dann können wir die halt auch wieder zurückholen. Und erst wenn wir den Kampf starten, dann werden die eingeloggt, ne? Und dann passt das. Das heißt, ich kann jetzt hier die Karte nehmen, kann die Karte jetzt hier hinziehen, leg den hier hin und wenn ich lange drauf drücke, blub, kriege ich den wieder zurück. Okay, wir können den nehmen, Rotate, müssen wir einmal kurz gucken. Genau, haben wir schon auf B drauf, das heißt mit B machen wir das. Und ihr seht ja hier den roten, das sind die Gegner, die kommen. Und wenn ich den jetzt beispielsweise hier hinpacke, zwinge ich die da rumzulaufen. Wir dürfen natürlich nicht den Pfad komplett blocken bis zu unserem Feuer, weil das macht ja keinen Sinn. Okay. Also, jetzt muss ich einmal, ihr könnt übrigens auch mit der rechten Maustaste drehen, ne, das ist auch kein Problem, und Cancel, wenn ihr beispielsweise auf Start drückt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich die denn am besten laufen lasse. Wir können bereits auch hier draußen schon was machen. Die kommen direkt rein. Hier zwinge ich die hierher zu gehen. Ich glaube, ich mache das so. Dann lassen wir die noch hier drum laufen und so rum. Okay. Wir haben 50 Geld. Ja, das heißt, wir können auch mit 5 Geld neue ziehen. Wir können aber auch jetzt noch erstmal hier unsere Türme bauen. Also, wir haben den Basic Tower. Haben wir ja gesehen, 2 Schaden auf einer Weite von 4, 1,5 Schüsse pro Sekunde.
Dann haben wir Damage 4 für 4 Targets. Das ist natürlich krass. Der schießt auch, der schießt 0,5 Mal pro Sekunde. Und der Frost Tower, ach, das ist doch Eis. Okay, wir haben doch einen Eis Tower. Alles klar, der heißt halt hier nur anders. Ist egal. Der verlangsamt die. Ich kann halt nicht alles bauen. Ich glaube, ich gehe den. Ups, nein, das wollte ich nicht. Kann ich den auch wieder zurückziehen? Oder bleibt der da jetzt? Habe ich jetzt Mist gebaut? Hallo? Sell. Wir haben 25 bezahlt. Okay, dann kriegen wir das Geld wieder. Das passt. Ihr seht also, wir können einmal dieses äußere, also die Türme auf unsere Burg draufpacken, aber halt auch auf die Teile, die wir gebaut haben. Ne? Das heißt, den packen wir hier hin. Dann würde ich noch gerne 2 Basic Tower nehmen. Hiermit haben wir auf jeden Fall richtig viel, was der abdeckt. Und hier können wir es halt nicht drauf bauen, ne? Weil es ist wie so eine Stufe. Nur auf den hier, seht ihr, ist das komplett. Und der deckt halt auch richtig viel ab. Ich glaube, so sind wir ganz gut. Wenn wir Space drücken oder einfach A gedrückt halten, dann geht's los. Wir können hier oben auch die Geschwindigkeit verändern. Und hier kommen jetzt einfach 6 Stück von denen rein. Ja, kein Problem. Ja, da können wir ein bisschen vorspulen. Das sollte relativ schnell gehen. Okay, 45 Geld haben wir bekommen. Jetzt kriegen wir gleich 15. Nicht nur 6, sondern 15. Und jetzt müssen wir auch tatsächlich gucken, denn jetzt läuft ein Timer. Okay, jetzt läuft ein Timer. Okay, wir kriegen auch Stinger Hornets, 3 Stück. Also, ich würde dich hier gerne erstmal noch ein bisschen weiter rumlaufen lassen. Kann ich das vielleicht? So machen. Den lang. Ich meine, die kommen ja hier hin. Damit würde ich natürlich den. Na, wobei, das ist auch okay. So. Bist du nur ein Block? Tatsache. Du bringst mir gerade nicht viel, muss ich sagen. Okay. Das können wir noch nicht nutzen. Das sind Sachen, die wir noch freischalten müssen. Okay, nehmen wir den Frost Tower, denn damit würden wir die ja in dem Bereich, der halt nicht so groß ist, aber damit würden wir die erstmal langsamer machen. Jetzt müsste ich die eigentlich noch hier rumführen. Aber das kriege ich nicht hin. Das habe ich blöd gebaut. Das kriege ich nicht hin. Ich kann nicht zurückholen, ne? Denn wenn ich den Ice Tower hier drauf packe, ich würde halt gerne ja, das ist doch, ich glaube, ich werde das trotzdem so machen, oder? Weil das ist sonst alles hier verschenkter Raum da unten. Oder ich mache das so, nimm den, pack den hier rein und dann packe ich gleich noch. Ja, die laufen trotzdem so, das kriege ich nicht mehr anders hin. Ah, die nächste Welle kommt gleich. Jetzt müssen wir uns gleich mal ein bisschen beeilen. Aber dann kann ich die hier zumindest ein bisschen rumlaufen lassen. Wobei. Ja, pass auf. Jetzt muss ich mich beeilen. Wir nehmen den ursprünglichen Plan. Wir nehmen den ursprünglichen Plan. 31 haben wir noch, das heißt, wir packen noch hier einen Lightning Tower hin und Attacke. Okay. Ist ein bisschen schneller gestellt, noch müsste es okay sein. Wir können natürlich auch zoomen mit LBRB. Das heißt, da werden wahrscheinlich auch noch Gegner rauskommen. Okay, das ist noch okay gewesen. Das ist noch okay gewesen. Was kriegen wir als nächstes? Wir haben 5 Wellen. Slime und Crimson Lizard. Keine Ahnung, was das für Gegner sind. Aber hier können wir doch bestimmt noch was machen, oder? Dass wir vielleicht sagen. So. So. So.
So. Aber wir können die auch upgraden. Guck mal, wir können die auch upgraden. Ah, und wir können auch die Priorität einstellen, ne? Okay. Dass wir wirklich sagen, die, die am meisten vorangekommen sind, am wenigsten, höchste Leben, wenigste Leben, die am weitesten weg sind. Okay. Wow, okay. Wir können die auch upgraden. Entweder Multitarget, dass der noch 4 Leute mehr macht, oder plus 2 Damage und plus 50% Fire Rate. Ist teuer, nehmen wir aber. Können wir den nochmal? Das andere können wir auch. Na, nee, der ist schon upgraded. Okay. So, das können wir nicht mehr upgraden. Dark, den könnten wir dem Basic Tower. Boah, der hat da eine massive Range. Guckt euch das an. Eine massive Range. Und feuert doppelt so schnell. Das ist richtig gut, glaube ich. Das werden wir sehen. Wow. Okay. Die könnten wir ja auch theoretisch hier blocken, ne? Das sollte aber noch. Ich meine, wir spulen mal vorne, weil das. Wir können eh nichts machen, ist das Problem. Können wir eigentlich im Kampf? Im Kampf können wir auch die Priorität umstellen. Okay. So, wir kriegen wie einen Crawler. Okay. Du bist schon geupgradet. Du bist schon geupgradet. Du kriegst mehr Damage. 40, das ist natürlich schon viel. So, denn ich möchte dich ja wieder so ein bisschen in den Bereich hier reinbekommen. Weil das geht, glaube ich, noch ein bisschen besser. So. Und dann kriegst du noch Multitarget. Okay. So, das ist gut. Wir wollen den Weg ja so weit wie möglich machen. Nee, das gefällt mir alles nicht so. Okay, das ist okay. Damit bin ich zufrieden. Wobei, guck mal, dann lassen wir die hier nämlich noch weiterlaufen. Wir müssen die schon hier draußen abfangen, weil hier, das ist ein Weg, ein relativ toter Weg, wo die einfach nichts abbekommen. Die kriegen nichts ab. Von daher machen wir das jetzt mal so. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir können Shift gedrückt halten, das heißt, das können wir uns dann einstellen als Custom Layout, okay. So, und da haben die doch, da haben die keine Chance. Da haben die keine Chance. Guck, zack, die Bienen werden direkt, oh, da kommt so eine dicke Biene. Guck mal, die kommen nicht mal durch den ersten Bereich durch. Ja, easy, oder? Ich habe ja außerdem das Gefühl, dass Tower-Defense-Spiele aktuell wieder echt im Kommen sind. Wir hatten schon mal irgendwie vor mehreren Jahren tatsächlich meiner Meinung nach so ein Aufleben. Also da waren die halt einfach sehr, ja, sehr, sehr präsent, die Tower-Defense-Spiele. Und dann war lange Zeit gefühlt gar nichts. Und jetzt ist irgendwie wieder sehr, sehr viel. Das war Mist. Wobei, nee, das war Mist. Wobei, wir können ja auch gar nicht mehr wirklich viel machen. Ne, damit bringt das gar nichts. Aber hier draußen können wir die noch zumindest. Vielleicht können wir probieren, die auch hierher zu zwingen, indem wir sagen, nee, dann nehmen wir einfach den Weg hier. Wenn wir hier dicht machen. Guck mal. Das ist gut. Das ist richtig gut. Richtig gut, glaube ich. Und ihr braucht gar nicht mehr Range, sondern ihr werdet jetzt aufgewertet, dass ihr einfach
mehr schießen könnt. Na, Fire Rate oder... Ist egal, einfach mal einen so, die anderen so. Du bist noch, doch, du bist auch geupgradet. Okay, das heißt, die so ein farbiges Zahnrad haben, die sind geupgradet. Dann nehmen wir das. Du kriegst das. Jetzt habe ich alles geupgradet, was wir haben. Den Frost Tower auf jeden Fall hier hin. Den können wir nicht mehr upgraden, ist nicht schlimm. Dann machen wir noch einen Basic Tower und ich glaube jetzt... Boah, jetzt kriegen die richtig einen drauf, die Gegner. Guckt euch das an. Oh, was ist Erde für eine? Final Wave, das heißt, wenn wir es schaffen, dass keiner durchkommt und das sieht... Oh, was war da? Und das sieht so aus... Jawohl, das heißt, wir kriegen jetzt... Wir hatten gerade 15, das hat man oben links... Ich glaube, das war 15 unser Leben. Da müssten wir jetzt um 2 hochgehen. So, was haben wir? Runen. Okay, das heißt, wir können Runen zu den Karten hinzufügen, um Special Bonuses bekommen. Okay. Je mehr Quadrate ein Block hat, desto mehr Runen kann er haben. Okay, also je größer, desto... Und hier seht ihr, kann eine Rune dran. Okay, Lightning Rune für Electric. Royal Rune. Okay, ja, das heißt einfach nur, dass wir die immer haben. Das brauchen wir nicht. Range... automatisch mit 50% hoch. Okay, das heißt für alle Türme, die wir darauf platzieren, Inspiration Rune, da ziehen wir einfach nur eine Karte. Aber der, oh, und der Block ist direkt eingeloggt, den können wir nicht recallen. Oder Poison. Wir haben halt kein Poison, das wäre jetzt cool gewesen, aber wir haben halt kein Poison Tower. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen den, dass unsere Blöcke, die wir drauf platzieren, automatisch genau, automatisch eine höhere Range haben. Was haben wir hier? Lightning Ball Tower. 15 Schaden, so ein Area-Schaden. Mega Range. Okay, das heißt, der wird alle 4 Sekunden feuern, so wie es aussieht. Krass. Oh, der kann nicht rotieren. Und das heißt, der schießt alles so in eine Reihe. Wir haben ja gerade auch so einen langen Gang gemacht. Das wäre aber schon ganz cool. Arcane, okay, das heißt, Gegner, die mehr als 80% Leben haben, die werden immer kritisch getroffen. Okay. Oder ein Sniper Tower. Boah, für 90, ne, das ist natürlich schon mega. Unfassbar lange Weite von 15. Boah, 80 Schaden. Und ist Fire. Probieren wir mal, ey, keine Ahnung. Okay, wir haben 10 XP noch bekommen. Wir haben 10 Amber Stones bekommen, für die wir Sachen kaufen können. Und wie gesagt, die Karte. Und wir gehen auf Continue. Und als nächstes müssten wir, glaube ich, hier in die Baracke kommen. Genau. Okay. Das heißt, wir können unsere Experience Points einsetzen, um Talente zu kaufen. Oder beziehungsweise Talente zu erlernen. Und das heißt, wir fangen hiermit an. Superior Efficiency bedeutet... Okay, das heißt, dass wir die Prep-Time für jeden Kampf jetzt in der ersten Stufe um 10 Sekunden erhöhen. Machen wir und dadurch schalten wir die 4 Anliegenden frei. Oh, das ist natürlich cool. Ne? Ich habe halt jetzt keine Experience Points mehr. Aber das heißt, dann starten wir mit 10. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Denn der Sniper Tower ist ja unendlich teuer. Okay, eine Baracke, was haben wir hier? 5, 2 mal 2 Tower. Wir haben ja, glaube ich, nur den Sniper Tower, ne? Wie, wir sollen keine Towers bilden? Keine Türme? Electric? Haben wir überhaupt Electric Damage? Bei den Türmen haben wir doch gar nicht, oder? Bist du Electric? Du bist Fire, Ice... Du bist Electric. Doch klar, der Lightning Tower. Okay, machen wir das. 25 XP, das ist auf jeden Fall ganz cool. Das probieren wir. Wir sehen halt auch immer, was wir bekommen. Relic ist cool. Das machen wir. Wir probieren es. Ich bin gespannt. Das heißt, wir müssen jetzt... Der Plan ist, durch die Challenge... Okay,
sehr viel Electric Damage zu erzielen. Das heißt, wir haben hier auch so, ja, hier Loren heißen die, glaube ich, auf Deutsch, ne? Okay, das heißt, wir können die hier drauf bauen. Wir haben verschiedene Buff-Tiles, die gucken wir uns mal an. Also der, die fahren anscheinend, so wie es aussieht, dann hier durch die Gegend. Hier haben wir noch mehr Range, okay. Boah, bei über 100, das ist cool. Und das ist auch das, was die haben. Attack Power, boah, wird auch um 100 erhöht. Krass, okay, also das heißt, die kommen hier rein, das ist halt ein relativ offenes Feld. Ich gehe davon aus, dass wir eins komplett absperren können und das sollte, denke ich, auch der Plan sein, dass wir das eine absperren und die dann wirklich komplett hierher laufen. Die müssen wir aber auf jeden Fall... rumlaufen lassen. Ich bin gerade nur am Überlegen. Das bringt nicht wirklich was. Okay, wir können also auch über die Buff-Tiles können wir auch... Ach, wobei klar, das müssen wir sogar. Wir müssen das sogar darüber bauen. Denn jetzt ist ja hier drauf das, ne? Das macht so keinen Sinn. Das Teil ist gerade echt, echter Mist. Okay, also den Sniper Tower werden wir noch nicht bauen können. Wir haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall Electric. Und hier seht ihr mal, wie viel mehr. Das heißt, wir bauen einen hier drauf. Den anderen bauen wir hier drauf. Und gucken mal, was das Ganze bringt. Ah, der fährt jetzt natürlich in meinem Kreis, ne? Das heißt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir die alle voll bauen. Denn der kann jetzt gleich, wenn wir Pech haben, nichts machen. Ne? Der ist halt nicht immer im Spiel dabei. Das heißt, dann wäre es eigentlich doch, glaube ich, besser gewesen, zwei Eingänge zu haben. Okay, so, das heißt, der hat sowieso Range und die bekommen ja auch nochmal Range. Das heißt, wenn ich den hier drauf baue... müsste der theoretisch extremste Range haben. Das probieren wir mal aus. Hat der gar nicht, oder? Hat das jetzt nichts gebracht? Doch, der hat doch eigentlich, ne, also wenn wir den, ach so, das heißt, der kriegt den sowieso automatisch da drauf, alles klar. Das macht dann also keinen, gar nicht wirklich Sinn, den hier drauf zu bauen. Aber wir könnten, das macht keinen Sinn so, einfach noch um hier eins zu machen. So, eins, zwei, dann machen wir den hier. Den bauen wir hier drauf. Das sollte, glaube ich, okay sein. Hier sehen wir übrigens, wie viel Electric Damage wir bereits haben. Oh, shit, 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 shit. Okay, das sieht gerade gar nicht gut aus. Ne, wir hatten ja vorhin 15, weil wir keinen Damage hatten durch unser Start-Relikt, hatten wir dann 17. Ich glaube, ich muss auf den Sniper Tower sparen. Aber es bringt halt auch nichts, ne? Boah, ich glaube, dass ich habe hier gerade die. Ja, es ist Käse, ey. Ich habe hier komplett die falsche Taktik. Ne, Level werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Ich habe gedacht, das ist super easy. Das war's, ich bin kaputt. Das kann doch nicht sein. Ja, okay, das kommt davon halt, ne? Wenn man auf normal spielt. Genau, wir sehen hier direkt, was wir geschafft haben. 174 gekillt, da war auch ein Elite-Enemy dabei. Kein Boss bisher.
was wir schon alles erzielt haben, wie viel Damage und so weiter und so fort. Das heißt, wir könnten jetzt wieder reingehen. Wir können dann, wir haben jetzt, denke ich mal, noch gar nichts freigeschaltet. Ne? Also wenn wir jetzt mal im Village gucken, hier ist nichts freigeschaltet. Aber ihr seht auch, was wir machen müssen, um die freizuschalten. Also Future Patch. So, hier heißt, wir müssen, wenn wir das Game beenden, oder kommt, ne? Also wenn wir eine Runde komplett schaffen, ohne überhaupt Damage zu erzielen, dann kriegen wir Belloc den Pyroguard. Tiny the Bot kommt auch später. Okay, das Chunk the Builder, wenn wir diese 2x2-Dinger-Türme bauen, wie wir ja gerade den Sniper Tower hatten. Hier müssen wir Goldcoins, aber ihr seht ihr, das wird auch von Rang zu Rang übernommen. Das ist okay. Future Patch, also das heißt, wir haben in dem Patch aber 1, 2, 3 weitere Charaktere, die wir bekommen können. Wir haben halt auch dieses Schmiedefeuer. Das sind jetzt einfach nur die normalen Flammen, wo die hinlaufen. Es gibt aber, wenn wir den Misty Forest haben, dann kriegen wir das Sacred Fire. Keine Ahnung, was das dann für Special-Fähigkeiten hat. Nachdem wir dann die Desert, also das ist das neue Biom, welches wir freischalten, ebenfalls auf normal durchspielen, kriegen wir die Demon Flame. Frost Flame, keine Ahnung, wie wir die freigeschaltet bekommen. Also hier gibt es auf jeden Fall noch einiges, was wir freischalten können. Und wenn wir dann einmal nochmal schauen, wenn wir unsere Startsachen nehmen, das setzt sich auch immer anders zusammen. Also gerade war ja der Lightning Tower mit dem Basic Tower zusammen, jetzt haben wir einen Scrap Tower mit dem Lightning Tower und einen Dart Tower. Hier haben wir einen Poison Tower, einen Dice Tower. Okay, das heißt, da was gewürfelt wird, das ist dann auch gleichzeitig der Schaden. Bedeutet also, dass dieses Startset, welches wir uns aussuchen können, auch immer wirklich komplett anders ist. Da muss ich nur sagen, richtig, richtig gut. Das sorgt definitiv dafür, dass die ganzen Sachen, oder die verschiedenen Spielstarts auf jeden Fall abwechslungsreich sind. Und ich kann euch einfach nur eine absolute Empfehlung für dieses Spiel aussprechen. Ember Ward, das Spiel hat aktuell knapp über 300 Bewertungen, steht bei sehr positiv, allerdings 98% positiv. Das heißt, sobald wir hier auf über 500 Rezensionen kommen, wird das Spiel auch bei dem Score mit äußerst positiv laufen. Lohnt sich absolut. Wie gesagt, Early Access ist noch ganz, ganz viel herunter oder ist noch ganz, ganz viel zu erwarten, was noch kommt. Die Sachen, die man eventuell, also klar, vielleicht könnte man über eine Controller-Unterstützung in der Zukunft nachdenken und eventuell auch über eine deutsche Sprache, ne? Weil wie gesagt, das ist aktuell auf Englisch, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier und da vielleicht ein paar Leute erstmal zurückhält, sich dieses Spiel zu kaufen, aber ansonsten, mein Gott, das Game hat glaube ich 300 MB oder so, kostet wie gesagt, wenn es nicht im Sale ist, 14,79 und das Beste, es gibt immer noch eine Demo von dem Spiel, ladet euch die Demo runter, spielt es einfach selber und guckt, ob euch dieses Game Spaß macht oder nicht. Ich kann nur sagen, mir macht es richtig viel Spaß und von daher gibt es von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für Ember Ward auf dem Steam Deck. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Spiel. Ich bin raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.